Am 22. Februar war es wieder soweit. 10 europäische Teams gingen an den Start, um beim 3-Stunden Snowcross Langstreckenrennen die Besten zu finden. Herausgefordert werden nicht nur die Snowcross-Motoren, sondern insbesondere die Fahrer. Im Gegensatz zu den üblichen Sprintrennen, welche 15 Minuten plus 2 Runden dauern, ist es beim Langstreckenrennen unbedingt vonnöten, eine gleichmäßige, kräfteschonende Geschwindigkeit zu fahren. Alleine muss keiner die Langstrecke hinter sich bringen, wie uns der Veranstalter erklärt. Es fahren 2 Fahrer, also pro Team, und die wechseln sich immer ab, so in der Regel alle 30 bzw. 20 Minuten. Und das sind dann für jeden Fahrer so, wenn es alle 20 Minuten ist, ungefähr 4 Turns. Und diese 4 Turns, das ist natürlich schon sehr, sehr anstrengend erstmal. Und es wird aber nur mit einem Schlitten gefahren. Also man darf nur einen Schlitten verwenden, sprich wenn er kaputt ist oder wenn er repariert werden muss, muss man dementsprechend Hand anlegen. Die Strecke war bestens präpariert und im Vergleich zum letzten Rennen sogar noch verlängert und mit zusätzlichen Sprüngen versehen worden. Neu waren die neuen Zielsprünge über ca. 30 Meter. Obwohl von der technischen und unter der Organisation des MSC Schwarzenburg im Allgemeinen Motorsportverband e.V. alles bestens vorbereitet war, spielte Petrus nicht ganz so mit, was Jens Ullmann vom Team Walter bestätigt. Es ist sehr schwierig, es ist also so ein bisschen um die 0 Grad. Der Schnee ist sehr mulmig, dadurch, dass auch relativ viel Neuschnee in der Strecke ist. Und die Sicht ist auch nicht besonders gut. Es regnet, ist so leicht wie Regen und da beschlagen die Brillen sehr schnell. Es ist eine sehr schwierige Bedingung. Doch trotz der stürmisch, regnerisch und sehr nebeligen Rahmenbedingungen fand das Rennen bei den Zuschauern, welche sich um den 1 Kilometer langen Rundkurs versammelt hatten, wieder riesigen Anklang. Dröhnende Motoren, gewagte Sprünge, riskante Überholmanöver. Insider waren am letzten Februarsonntag wieder motorsportliche Höchstleistungen zu erleben. Und der Veranstalter war mit dem Rennverlauf sehr zufrieden, was natürlich auch deshalb der Fall ist, weil es keine ernstzunehmenden Unfälle gab. Ebenfalls Höchstleistungen im 3-Stunden-Snowcross-Rennen des Walter-Teams. 140 Runden und damit auf dem ersten Platz Kai Moritz Walter und Roy Jack Mende. 6 Runden weniger, also 134, schafften Jens Ullmann mit Tino Weigel und mit 130 Runden in 3 Stunden kamen Uwe Andreas und Marcel Schneider auf den dritten Platz. Snowcross ist übrigens keine spezielle Randsportart, die nur von einem kleinen Kreis ausgeübt werden kann, wie uns der Organisator sagt. Natürlich wird man nicht allein gelassen, man sollte sich allerdings etwas sputen, denn die Saison ist selbstverständlich an die kalten Temperaturen gebunden.